Vor 25 Jahren brachte Fredestein, heute zu Apollo Tyres gehörend, mit dem Traxion Plus einen Landwirtschaftsreifen mit besonderem Stollenprofil auf den Markt. Die Stollen sind geschwungen und verlaufen nicht parallel zueinander. Die Zwischenräume öffnen sich gegen außen, was den Selbstreinigungseffekt erhöhen soll. Zudem ist die sogenannte Komfortzone in der Reifenmitte mit mehr Stollenmaterial besetzt, was die Laufruhe auf der Straße verbessern soll. Dieses Konzept hat Fredestein nun auch auf das Programm der Flotation-Reifen übertragen und führt auf das nächste Jahr mit dem Endurion Trailer und dem Flotation Optimal zwei neue Reifen für landwirtschaftliche Anhänger ein. Die Schweizer Landtechnik hat sich den Flotation Optimal in der Dimension 750-60-30.5 montiert an einem schweren Güllewagen näher angeschaut. Der Reifen ist auf Very High Flexion Basis konstruiert und verfügt über eine Stahlgürtelkonstruktion. Die flexible und starke Karkasse sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung in der Aufstandsfläche. Der Reifen wird hier bei einem Innendruck von 1,3 bar gefahren, was zur Bodenschonung beiträgt. Der Flotation Optimal Reifen ist mit zentralen Reifendruckregelanlagen nach dem System CTIS kompatibel. Die Lauffläche besteht aus glatten und abgeschrägten Profilblöcken sowie aus abgerundeten Schultern, was insbesondere im Grünland die Grasnarbe bei Kurvenfahrten schützt. Das laufrichtungsgebundene Profil ist geprägt von nicht parallel verlaufenden, nach außen sich öffnenden Profilblöcken. Die obere Wulstzone ist mit einem Ring verstärkt, sodass der Reifen auch bei geringem Druck langlebig sein soll. In einem Versuch zeigte der neue Flotation Optimal im Vergleich zu einem konventionellen Flotation-Reifen gleicher Dimension eine um 13% größere Aufstandsfläche bei 6% geringerem Schlupf und ein um 11% geringeres Eindringen in den Boden. Der neue Flotation Optimal wird ab Frühjahr 2023 in 7 Größen erhältlich sein. Mehr dazu in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik.